Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und wir spielen Alice 22 in der Platinum Expansion auf der niegelnagelneuen Map Silver One Forest. Ja, und es wird mal wieder Zeit für ein 0-Euro-Projekt. Ich habe das ja schon in meinen anderen Let's Plays angekündigt, beziehungsweise in meinem letzten Let's Play, The Old Stream Farm, dass ich da wieder Bock drauf habe und so wird es auch passieren. Aber wir werden es nicht einfach nur als 0-Euro-Projekt machen, wie damals Orbeleron, sondern wir werden mal hier reinschauen. Wir haben ja hier tendenziell 200.000 Kredit. Die zahle ich mal kurz zurück. Nur ganz kurz, einfach, dass man es wenigstens für die Richtigkeit. Das heißt, wir haben jetzt hier 300.000 auf der hohen Kante. Aber, nee. Wir machen gleich 0. So. Genau, damit haben wir jetzt einen Kontostand von 0 und einen Kredit von 0. Das mit dem Kredit wird wahrscheinlich nicht so bleiben, aber ich habe bei Orbeleron damals den Kommentar gehabt, dass es ja gar kein bei Null Beginn ist, wenn man sich noch die 300.000 Euro von Giants lässt. Okay, Challenge accepted. Ich habe keine Ahnung, was das hier wird. Vermutlich eine tierische Quälerei, denn wir haben ja letzten Endes auch den Schwierigkeitsmodus auf... wo ist der Kram hier? Müsste irgendwo, ist das hier? Ne, das ist glaube ich hier, ne? Saisonales Wachstum, genau. Schwierigkeitsgrad der Wirtschaft ist auf schwer. Zeitskalierung stelle ich mal auf einfach, Echtzeit. Und genau, den ganzen Kram kann man alles lassen. Visuelle Jahreszeiten, bliblablub, automatischer Modus start aus, so wie sich das gehört. Und ich denke, das passt soweit. Genau, bevor wir hier loslegen, habe ich allerdings eine Bitte. Und das auch an die Neuen von euch. Der Kanal feiert in 2 Wochen sein einjähriges Jubiläum. Und genau ziemlich einem Jahr habe ich nämlich Orbeleron auch ein 0-Euro-Projekt gestartet. Und das ist im Endeffekt ziemlich cool angekommen. Und ich glaube, wahnsinnig viele Menschen haben dazu mir gefunden. Und ich würde euch einfach bitten, wenn ihr euch jetzt 2 Sekunden Zeit nehmt, ganz kurz auf den Like-Button drückt, das würde mir wahnsinnig weiterhelfen. Ich bin jemand, der nicht so um solche Sachen bettelt, aber es ist ein neues Projekt und es ist eine neue Map, es ist eine Platinum Edition, es ist ein komplett neues Thema hier und ich will, dass wir hier richtig, richtig gut durchstarten. Von daher wäre ich euch wirklich dankbar, wenn ihr einfach nur kurz, zack, Like-Button und fertig. Und genau. Danke schon mal im Voraus dafür. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mal los. Wir machen uns einen kleinen Plan hier. Also ich gehe mal in den Flugmodus. Zu den Mods, ich habe eigentlich nur Quality of Life Improvements drin. Das heißt, ich habe jetzt hier die Mod drin, wo ich sage, ich kann mal kurz fliegen, um mir was anzugucken. Superstärke für alle Notfälle. Ich verwende das jetzt nicht als dauerhaftes Thema. Geld hinzufügen, entfernen, haben wir ja gerade eben gesehen, wozu ich sowas verwende. Also keine Sorge, ich versuche play fair, okay? Also wir versuchen das ganze Ding hier sauber runter zu spielen. Und ansonsten, ja, genau. Wäre das Thema. Ansonsten Free Landscape ist wieder drin. Das ist ein Tool, womit wir einfach nichts dafür bezahlen, wenn wir im Baumodus sozusagen Landschaftsbau betreiben. Das kostet uns ja alles nichts. Ich bin einfach kein Fan davon. Ich finde das wahnsinnig teuer. Und ich bin anders. Ich bin Fan von Landscape. Wir werden hier viel mit Landscape arbeiten. Diejenigen, die mich schon länger kennen, wissen, was ich hier eigentlich vorhabe. Ich bin kein Holzwurm. Ich habe schon Bock, irgendwie ein bisschen was mit Landwirtschaft zu machen, aber ich habe auch gesehen, das wird wahnsinnig schwer. Und ja, wir machen mal ganz kurz so ein ganz kleines bisschen, ne? Wir gucken mal auf die Map. Wir haben, na, wo ist es? Hier, genau, hier ist die Map. So, wir sind irgendwo, hier sind wir, ne? So, das heißt, wir haben jetzt hier unten die Möglichkeit, wir haben kein Land, kein gar nichts. Es gibt hier ein paar Felder, wo man Landwirtschaft betreiben kann. Ich will aber tatsächlich auch gar nicht mit Landwirtschaft anfangen. Ich finde es tatsächlich cool zu sagen, wir ja, machen uns einen kleinen Überblick und fangen tatsächlich im Forst an. Ich denke schon, dass wir uns die Felder hier früher oder später holen und dass wir auch ein kleines bisschen in Richtung vielleicht Schafe gehen.
Vielleicht auch irgendwann wieder Milchkühe. Ich werde auf keinen Fall mehr Schweine machen. Ich werde auf keinen Fall mehr Schlachtvieh machen. Hühner könnte ich mir auch nochmal, aber alles in dem gemäßigten Maße. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass wir Gewächshäuser stellen tatsächlich wieder. Und wir werden auch bestimmt wieder Silage machen. Aber ich will wirklich im Forst starten und ich will auch diese Mission hier spielen. Sofern das irgendwie möglich ist mit einem halbwegs brauchbaren Zeitaufwand. Ich will das in dem schwierigen Wirtschaftsmodus machen. Wenn es mich allerdings zu sehr annervt in Folge 20 oder was, dann stelle ich auch auf Mittel. Aber ich denke schon, wir haben so einen Orbelor durchgezogen, warum sollen wir das hier nicht machen? So, und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Wir werden uns das Land hier kaufen. Das hier oben. Die 36, denn es gibt nicht viel mit Lohnaufträgen. Ne? Es gibt hier, guckt mal, es gibt hier einmal Spritzen, das könnte man machen. Ne, das wären mal 3000, das kann man auf alle Fälle anschieben. Wir können auch tendenziell das hier oben machen. Das ist genau dasselbe Spiel. Ich weiß gar nicht, müsste, ja. Ich werde mir aber nicht das Werkzeug dafür jetzt holen. Das macht keinen Sinn. Also das heißt, die zwei kann ich mir überlegen, aber die sind ja noch, wir werden wahrscheinlich eine ganze Weile im August sein. Sagen wir es mal so. Totholz entfernen, keine Ahnung, wie weit die verstreut sind. Hier gibt es ja nicht mal, doch, Land 21. Wo ist Land 21? Das könnte man sich mal noch kurz anschauen. Land 21 ist... Was ist denn das für eine Nummerierung? Hier drüben. Okay, es ist nicht so weit weg. Kann ich mir eventuell auch überlegen. Aber unterm Strich denke ich, wir werden Land uns kaufen. Denn ich finde schon, dass das Sinn macht, dass wir irgendwie was haben, womit wir hantieren können. Und wir werden auch ein bisschen gleich zum Start investieren. Denn ich habe ein bisschen rumprobiert und habe abgewogen. Okay. Erstmal Land. Land 36, gib ihm. Ne? Haben wir, wie gesagt, die Option, wir können hier später Feld rausmachen, wir können hier Gewächshäuser gleichstellen zu Beginn, wenn wir das wollen. Und der entscheidende Vorteil ist, es ist nicht weit vom Sägewerk weg. Ne? Wir haben hier eine Verkaufsstation und hier können wir im Sägewerk nämlich verkaufen. Es gibt noch das zweite Sägewerk, das ist das hier oben. Das nutzt man dann vermutlich für die Produktion, wenn man nicht selber eins stellt. Ich weiß gar nicht, was das hier in dem Produktionssägewerk... Nee, Deichselbetrieb. Fass, Spinnerei, Schreinerei, Bäckerei, Traubenverarbeitung. Kann sein, dass man die sich als Mod ziehen müsste, wenn man die selber stellen will. Das weiß ich nicht genau. Ja, scheint offensichtlich so. Wir können hier vermutlich kein Sägewerk selber stellen. Aber vielleicht lassen wir das auch so, wie es ist und nutzen das auf der Map. Das müssen wir mal schauen. Ja, und jetzt habe ich mir Folgendes gedacht. Wir haben hier einen relativ guten Durchgang. Man muss ein bisschen auf den Zug aufpassen, dass wir hier zur Verkaufsstation kommen vom Sägewerk. So, das ist erstmal so ein... wir müssen ja planen, ne? Schwieriger Wirtschaftsmodus heißt natürlich, dass wir ein bisschen versuchen müssen, ne, gut voranzukommen. So, und hier haben wir ganz paar Bäume, die wir auf alle Fälle erstmal alle wegschlachten können. Und die können wir darüber zerren und können den Kram da verkaufen. So. Und was habe ich mir da jetzt gedacht an Fahrzeugen? Also es ist natürlich, grundprinzipiell muss man sagen, würde es Sinn machen, wenn wir uns irgendeinen Traktor nehmen, den wir später auch für die Landwirtschaft nutzen können. So, und da gibt es dann so ein paar Optionen. Man kann sich hier so einen Traktor nehmen und kann dann dazu wahrscheinlich so in der Forstwirtschaft bei den Maschinen hier so einen Anhänger dazu mit der Kettensäge, Kram, aufladen, verkaufen. Würde vermutlich relativ günstig gehen. Ne? Ich finde aber trotzdem, auch wenn die Kransteuerung besser ist, es ist immer noch ein bisschen frickelig, deinen Kram da einzuladen. Ich habe mir auch tatsächlich ein bisschen was probiert mit den Seilwinden, dass ich einfach nur große Bäume im Ganzen lasse und hinziehe. Geht auch, fand ich ziemlich cool. Und ich habe mich aber dazu entschieden, wir werden eine Art Kompromiss machen. Denn wenn wir letzten Endes jetzt hier uns einen Traktor holen, dann brauchen wir ja trotzdem irgendwas im mittleren Bereich, irgendwie um die 100.000 plus ein bisschen Anbauzubehör, sind wir bei 150.000. Und ich habe mir gedacht, nee, wir investieren gleich gut. Ich weiß, wir haben das Geld eigentlich nicht, das sind alles Schulden, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass das Sinn macht und ich habe mich für den Felix entschieden. Erstmal, weil es ein neues Gerät ist, weil es ziemlich cool ist und wie gesagt, ich habe ein bisschen rumprobiert. Ne, ich find den hier geil, weil der einfach durch die Größe einfach so viele, ne, das... Wir müssen einfach gucken, dass wir hier irgendwie das über die Zeit reißen. Es macht einfach keinen Spaß, wenn wir hier 5 Stunden lang mit irgendwelchem kleinen Gefährt versuchen, Baumstämme aufzuladen und zu verkaufen. Den hier habe ich auch probiert, aber der hat so wenig Leistung und mit seinen 20 km/h, das ist nett, aber es macht keinen Spaß. Also, Felix gibt's und
Ja, wir nehmen den aber in der einfachen Ausführung. Das reicht uns völlig aus. Auch ohne irgendeinen Schnickschnack. So werde ich den jetzt kaufen. So, und dann müssen wir mal gucken, haben wir, wisst ihr, was wir nicht gemacht haben? Wir hätten vielleicht mal reinschauen sollen, ob es vielleicht ein Angebot dazu gibt. Nee, glücklicherweise nicht. Ich hätte mich jetzt gerade zu Tode geärgert. Da hätte ich wahrscheinlich die Aufnahme neu gestartet. Okay. So, den haben wir. Wir haben das Grundstück und damit haben wir jetzt schon mal ein bisschen Kohle ausgegeben. Was jetzt noch wichtig ist, ist eine Kettensäge, aber ich glaube, die haben wir schon, ne? Kettensäge hat man hier standardmäßig im Besitz. Finde ich ziemlich nice, dass die einem das schenken. Und ja, jetzt gehen wir erstmal aus dem Flugmodus wieder raus und dann würde ich sagen, betrachten wir erstmal das gute Gefährt. Warum habe ich mich für den Felix entschieden? Und zwar relativ simpel. Der hat nämlich hier hinten so eine große Gabel. Und da können wir einfach, wir können mit den Seilwinden, können wir sozusagen Baumstämme ranziehen, die wir gefällt haben. Und dann können wir die hier mit dem kleinen Kran direkt hier hinten reinladen. Es ist unkompliziert. Reinladen und können die damit transportieren. Und das finde ich ziemlich cool. So, jetzt habe ich die Laufgeschwindigkeit noch auf hoch. Jetzt stelle ich mal wieder runter. Nee, die ist auf normal. Warum auch immer das gerade irgendwie. Wow, okay, die ist mit Shift ziemlich hoch. Okay, ich lasse das mal so stehen. Muss ich dann mal mich nochmal mit auseinandersetzen. So, also, ich würde sagen, das Feld ist gleich hier um die Ecke. Und gleich hier in den Busch reinstarten. Das Ding ist halt, der fährt sich relativ gut. Also, der ist schon, ne, relativ flott unterwegs, hat ein bisschen Leistung. Also, das ist einfach das Gesamtkonzept. Und gerade wenn man am Anfang startet, und das ist halt eine sehr manuelle Tätigkeit, das muss man ja wirklich zugeben, ne? Das ganze Baumgefälle und so, das ist alles. Naja, nicht so, ne, es ist nicht so, dass ich sage, ich nehme jetzt hier Curseplay und, ja. So, und irgendwie hat er hier normale Spielgeschwindigkeit. Aha, ist tatsächlich nicht auf normal, ne? Ja, jetzt sind wir wieder auf normal, sehr schön. Okay, das Totholz mache ich irgendwann weg, aber darum kümmern wir uns jetzt nicht. Wir nehmen jetzt mal die Bäume. So, und der Punkt ist, die fallen immer nach links. Ich muss ein bisschen planen mit dem Gerät. Das heißt, wir nehmen die jetzt hier weg. Zack, Baum fällt. Sehr schön. Genau. Und ist es im Schwierigkeitsmodus schwer, also Wirtschaftsmodus schwer, relativ simpel zu rechnen, wie viel Kohle so ein Baum bringt. Das Ding hat 1,1 Tonnen und wir kriegen roundabout 1000 Euro pro 1000 Kilo. Ne? Holz ist hier. Hier ist so der Preis. Wir verkaufen im Sägewerk für 1.200. Ich weiß, wir kriegen in Elm Creek mehr. Ich weiß, wir kriegen am Containerlagerhaus mehr. Ich habe aber ehrlich gesagt keinen Schimmer, wie ich beim Containerlagerhaus entladen soll, weil da gibt es einen Verkaufstrigger, aber nicht so einen Verkaufstrigger für Bäume. Also, wenn das einer weiß, mal gerne damit in die Kommentare. Und alles andere macht. Naja, Elm Creek wäre, wie gesagt, über den Zug, würde auch funktionieren, aber. Das unkompliziert ist tatsächlich Sägewerk, deswegen werden wir das so machen. Und ja, habe ich jetzt entastet, ist er? So, jetzt können wir uns nämlich hier die Seilwinde schnappen. Ah, ich wollte nicht einsteigen, ich wollte hier ran und ich blende tatsächlich mal die Option ein, damit ihr das ein bisschen seht. Also ich kann jetzt hier mit R, kann ich mir so eine Seilwinde schnappen, ne? So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Das Ding ist. Hängt hier noch so ein bisschen hinter dem Baumstumpf. Das ist ein bisschen ein Problem. Vermutlich muss ich da dann noch mal ran. Wir stellen uns einfach ein bisschen hier rüber, dann müsste das besser gehen. So. Und ich klappe den auch schon mal auf. Na? So, und jetzt kann ich hier dran die Seilwinde steuern mit K und M. Auf Konsole sicherlich ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, lasst mich mal. Ich habe ja hier ein Joypad. Das ist dann wahrscheinlich so wie PS4-like, wenn ich mich hier ein bisschen bewege. Genau, jetzt haben wir den ganzen Kram hier. Gibt es hier Seilwinde steuern? Aha, okay. Also mit R1 und dann mit dem rechten Button kann ich das hier gleich ranziehen. So, und jetzt zieht er und zieht er und zieht er, ne? Und jetzt sehen wir schon, jetzt habe ich das Teil hier liegen. Sehr, 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 sehr gut. So. Genau. Kann das hier jetzt lösen. Seilwinde ziehen, Fahrzeug weiteren Baum anhängen.
Das ist dann so. Ah, ich kann direkt an die Seilwinde noch einen nächsten Baum dranhängen. Das ist natürlich auch cool. Das wusste ich nicht. Wir müssen ein bisschen rumspielen, ne? Ich bin tatsächlich, für mich ist das ja alles ja auch genauso Neuland. Und von daher, ja, ich lass mal noch ein bisschen kurz liegen. Wir nehmen mal noch vielleicht die zwei Bäume, die hier daneben stehen. Die würde ich mal noch mit fällen. Und wir ziehen die uns alle ran. So, und dann verkaufen wir mal den ganzen Spaß. Wie gesagt, wieder so fällen, der fällt nach links wieder um, sodass ich gleich die Richtung habe. Das ist schon eine Gelbkiefer, 2,2 Tonnen. Das bringt wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Knete, das Teil. Bin mal gespannt, wie der das handelt vom Gewicht her. Die ist natürlich auch schon eine ganze Ecke größer, ne? So. Wieder die Seilwinde hier nehmen. Jetzt werden wir wieder das Problem haben, dass der hier vermutlich ein bisschen zu nah an dem. Wo ist passiert was? Ja. Ihr seht, was passiert. Der hängt tatsächlich. Also, der, ich glaube nicht, es liegt nicht an der Leistung. Ihr seht es, es liegt an diesem. An diesem dusseligen Baumstumpf. Also ein gewisser Nachteil, das gebe ich zu. So, aber es ist nicht so schlimm. Wir haben ja tendenziell das Schiebeschild. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das mit dem Schild vorn? Kann man das auch bewegen? Das wäre jetzt mal noch so eine coole Sache. Ich klappe den mal zusammen. Lass mal das Polterschild. Baum von Seilwinde lösen können wir auch mal. Ober- oder aufklappen. Ah, doch, tatsächlich. Genau, cool. So, damit kann man nämlich die Bäume ein bisschen schieben. Und damit hängt er uns ja nicht im Weg rum. So. Und dann können wir uns den gleich mit vorziehen. Ich würde sagen, wir machen mal drei Bäume wirklich. Drei Bäume ist cool. Den dritten noch dazu. Ich glaube, die Pfeife kann ich jetzt auch erstmal wieder einblenden. So, selbes Spielchen. Lass mal wieder nach links umkippen. So, dass wir hier gut rauskommen. So, und auch der liegt wieder so bescheiden, dass er tendenziell, vermute ich, wieder am Baumstumpf hängen bleibt. So, das Ding ist ein bisschen kleiner. So, das heißt, wir haben jetzt hier 780 Kilo, 2,2 Tonnen und hier drüben 1,1 Tonnen. Sind quasi nicht ganz 4 Tonnen, also das heißt nicht ganz 4000, die wir, denke ich, mit den drei Bäumen ungefähr an Profit machen könnten. Wenn dann alles so klappt, wie ich mir die Sache vorstelle. So, jetzt schiebe ich das wieder ein Stück rüber, ne, dass uns das da nicht stört. So, und dann denke ich, sind wir hier eigentlich ganz gut dabei. So. Okay, perfekt. Klappen wir den ganzen Kram auf. So, erste Seilwinde. B, jetzt probieren wir das gleich mal. Jetzt drücke ich hier nochmal R. Das ist schon die maximale Länge. Ist okay. Ist alles gut. Gut, dann ziehen wir den mal ran. Kollege kommt. Sehr schön. So. Na, wie war das doch gleich? Ich glaube Z, oder? Seilwinde ziehen. Wie, um ehrlich zu sein, ich glaube, ich muss auf die andere Seite, oder? Weiteren Baum. Hier kann ich jetzt Baum von Seilwinde lösen. Genau, perfekt. So, nächster Baum. Wir nehmen den jetzt hier. Also diese Seilwindengeschichte macht echt eine ganze Menge her. Finde ich ziemlich cool, weil das. Ich finde, dadurch kann man sich halt die Bäume schön so ein bisschen in die Position ziehen, dass es einfacher ist, sie aufzuladen. Zack. Guck mal, wie schön die jetzt nebeneinander liegen. Das ist so cool. Also da muss man wirklich sagen.
Das haben sie relativ gut hinbekommen. Also ich wüsste nicht, also im Moment habe ich hier dran nicht viel zu meckern. Es ist halt, Forstwirtschaft bleibt halt frickelig, ne? Es ist halt einfach, aber das liegt in der Natur, dass das einfach, es ist halt wesentlich manueller wie diese ganzen anderen Geschichten. Von daher, ja. Okay, sehr schön. So, und jetzt können wir nämlich die ganzen Gerätschaften hier schön aufladen. Machen wir noch ein Stück in eine bessere Position. So. Okay. So, Baum Nummer 1. Ich glaube, ich kann sogar die Kamera so wechseln, genau, dass ich hier im Kran sitze. Das ist auch ziemlich cool. Ja, okay, man hat nicht so richtig diese Übersicht, wie es von der Seite aussieht. Das ist, fehlt tatsächlich etwas. Okay. So, und das Schöne hier dran ist tatsächlich, ich meine, für diejenigen, die Forst schon mal gemacht haben hier im LS22, es ist halt immer das Problem, dass wir tendenziell, ne, mit diesem richtigen Drehen und den Baumstamm mittig bekommen und dann so, dass wir den auf unseren Wagen drauf geladen bekommen und so. Das ist ja halt alles nicht, ne, bei dem Fahrzeug. Und deswegen finde ich den so angenehm, weil ich muss das Zeug, also ich weiß, es lohnt sich natürlich, oder was heißt, es ist halt nicht dafür geeignet, um einen Baumstamm tendenziell wirklich komplett, ja, ich sag mal, über eine Straße, über einen längeren Weg zu transportieren. Oh, jetzt habe ich, das war mein Fehler. Es ist wirklich nur für kurze Strecken cool. Aber dafür finde ich das echt perfekt, weil dann kann man das Zeug nämlich zuerst mal an die Steuerung gewöhnen. Weil da kann man sich hier echt ein bisschen das Zeug einfach ran, rein und dann hat man es ja an Position irgendwo. So, jetzt kann ich tendenziell hier die Gabel schließen. Und jetzt habe ich die Teile. Zack, jetzt sind die hier fest dran. Alle drei Stück. Ne? Mag sein, dass die jetzt in alle Richtungen gucken und das nicht unbedingt ideal ist. Aber es funktioniert. Und das ist das Coole. Und damit können wir jetzt, ja, solange der Zug jetzt hier irgendwie, aber der ist gleich durch, denke ich. Wir werfen nochmal einen Blick drauf. Sieht ganz gut aus. Okay, dann schleichen wir uns jetzt ganz schnell hier rüber und hoffen, dass wir hier nirgends hängen bleiben. Ja, also wie gesagt, man kann dann wahrscheinlich noch ein bisschen besser drauf achten, dass man den Kram etwas besser in Position bringt. So, und hier kann man den Kram nämlich jetzt schon verkaufen. Das heißt, wir haben sehr kurze Wege und das finde ich echt angenehm. So, das heißt, einmal jetzt die Gabel auf. Müssen wir, glaube ich, nicht mal. Es ist völlig egal. Wir müssen den Kram auch nicht abladen. Wir müssen nur am Verkaufstrigger. Und jetzt können wir den ganzen Kram hier reingeben. Und zack, guck mal, wie ich gesagt habe, knapp 4000 kriegt man jetzt für den ganzen Spaß. Und ich finde, das ist für den Aufwand, den wir jetzt betrieben haben, ich weiß nicht, wie lange wir gerade gebraucht haben, ich habe ja vorher auch schon ein bisschen gequatscht, aber für, selbst für 10 Minuten oder so, heißt das, wenn man das mal wirklich eine Stunde durchzieht, dann kriegt man da doch ein bisschen was an Beträge zusammen. Ne? Also es ist Arbeit, es bleibt dabei, aber es ist, wie ich finde, tatsächlich überschaubar. Ne? So, jetzt können wir ein bisschen was hier wieder zurückzahlen und mein Gedanke wäre jetzt, dass wir das nutzen und ich werde jetzt hier ein bisschen Kohle machen. Ne? Wir werden uns sicherlich in den folgenden Folgen immer mal noch ein bisschen was anders angucken und ich versuche natürlich trotzdem Diversität reinzubringen. Ne? Gerade wenn man sagt, okay, hier so ein Feld, die 42, kostet nicht so sehr viel. Gegebenenfalls können wir uns noch das ein oder andere mieten. Gegebenenfalls machen wir einfach in den folgenden Geschichten noch so die ein oder andere Lohnarbeit, also gerade das mit den Spritzen, denke ich, können wir uns noch anschauen. Das wäre jetzt was für die kommenden Folgen.
Und dann müssen wir einfach ein bisschen beobachten, ne? Ich glaube tatsächlich, dass es Sinn macht, dass wir, sobald hier irgendwie vielleicht ein günstiger Traktor ist, uns einen günstigen Traktor kaufen. Wir werden die ersten Folgen definitiv am Rande des Kredits spielen. Das wird einfach so sein. Aber da hätten wir tendenziell noch 150.000 Luft. Das heißt, es würde tendenziell sogar noch reichen, dass wir sagen, wir investieren tatsächlich in ein Gewächshaus. Oder zwei oder drei. Das muss man mal gucken. Und platziert die hier irgendwie so, dass das funktioniert. Wo sind die Dinger? Hier. Große Gewächshäuser. Ne, die kosten ja nicht die. Die kosten 10.000. Und ich glaube, an den Tümpel hier kommt man eigentlich ganz gut ran. Und da kann man bestimmt. Oh. Ich weiß auch nicht mehr. Also, es soll natürlich trotzdem noch halbwegs hübsch aussehen. Ne? Das heißt, wir müssen mal gucken, was wir da machen. Und ich will tendenziell auch das Feld hier irgendwie platzieren dann oder so. Ich weiß noch nicht so richtig, ob das da Sinn macht. Oder ob wir dann einfach sagen, wir platzieren, wir kaufen hier unten dann ein Feld und stellen hier unten Gewächshäuser hin. Wobei, die kann man, glaube ich, sogar ganz gut zusammenpflügen, die Wege hier. Das geht nämlich nicht mit allen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir die Forstwege können wir nicht zusammenpflügen. Das ist ein bisschen ein Problem. Aber hier zum Beispiel könnte man auch Gewächshäuser hinstellen. Ne? Hier steht auch dieser kleine Leuchtturm und so. Das ist ganz niedlich gemacht. Also, wie gesagt, richtig, richtig schöne Map. Gefällt mir richtig gut. Und ich habe auch richtig Lust drauf. Und ich hoffe, ihr auch ein bisschen auf Forstwirtschaft. Und wir werden uns auch in der Forstwirtschaft ein bisschen vorwärts kämpfen. Wir werden uns viele Dinge angucken. Ich will mir die Achterbahn angucken. Ich will mir das mit der Werft angucken. Und ja, ich will auch ein bisschen was hier erkunden. Also das heißt, wir werden vielleicht hier mal auch mal eine Folge reinschieben, wo wir uns einfach mal ein paar Sachen angucken. Wo wir uns einfach mal in ein Fahrzeug setzen und ein bisschen was durchgucken. So, ich mache jetzt noch ein bisschen Kohle. Und danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis denne, tschüss, tschüss.